Oh, wir haben hier ein geiles Matchup. Falken haben wir eben drüber geredet. Team mit DK. Ich glaube, das ist auch so ein Team, so, wenn es die in Real Life gäbe, die würden auf jeden Fall sich gut verstehen. Definitiv, ja. Und gegen Pac-Man, der sticht so ein bisschen raus, aber ein KK Rool auch geil. Und wir haben so viele große Hitboxen jetzt mit hier dabei. Ja. Also ein Hydrant wird jetzt hier in diesem Matchup ganz böse kommen. Und wir sehen ja auch schon alle gegen Offstage, alle wollen sich irgendwie gegenseitig edgeguarden. Scheiß drauf, wer der Teammate ist. Das ist so funny, sehr schön. Ja. Hier, Chut-Chut versucht ein bisschen vom Hintergrund zu kommen, seine Pultil zu schmeißen. Die Rest boxen sich nur gegenseitig. Bebel Kampf hat irgendwie den Stock verloren, ich weiß nicht wie. Oh, hier wird sogar der Falken Punch ausgepackt. Das war der Heartbeat auf die hohe Recovery, aber leider nicht getroffen. Schade. Und ja, wir sind hier wieder eine Minute drin, nicht mal. Zwei Stocks sind schon weg. Den haben wir versucht. Und, oh, schön gemacht von Momo, bekommt hier mit der Dash Attack den Ledge Trap. Währenddessen Chut-Chut sich hier irgendwie, Chut-Chut. Weiß nicht wie, mit Pac-Man ist Dean, ist eigentlich eher schwierig, aber irgendwie hat er es geschafft. Ja, hat leider da den Upbeat nicht mehr rausholen können, war zu lange in der Animation, schätze ich mal. Okay, wir sehen hier nochmal den Falken Punch, einfach random in der Mitte von der Stage. Einfach Down Air gegen den eigenen Combo-Tier für DK, der im eigenen Team ist. Auch wild. Da... Oh, da haben wir den ersten Stunt gesehen, schade. Ja. Ja. Und noch wieder? Also langsam fischt er ein bisschen hart. Aber wenn er dann trifft, dann ist es halt trotzdem halb. Sehen hier auf jeden Fall von Bebel Campo und auch von Coego Elo viele Down-Airs. Wollen hier für die Halb-Kombos gehen. Ja. Aber bisher funktioniert es noch nicht so ganz so wirklich. Coego hat auf jeden Fall gerade jetzt... Oh, wieder eine Down-Air. Bleibt er jetzt erstmal am Boden? So, und jetzt haben wir hier Fuego Elo zwei Stocks, anderen auf ein Stock. Ja, ich versuche gerade irgendwie zu verstehen, was Elo sein Plan eben gerade war. Er hat sehr, sehr passiv gerade gespielt. Ja, ich denke, er will irgendwie den Stock noch behalten. Hier wieder gegen den eigenen Teammate. Sucht vielleicht wieder die... das... Das ist doch wirklich gegen den eigenen Teammate, da kannst du nichts anderes erzählen. Ja. Also Chut-Chut kann sich eigentlich hier gerade zurücklehnen, weil die kämpfen eh nur gegeneinander. Hier schöner Edgeguard. Ja, also wenn Chut-Chut das noch holt, dann... Ja. Ja, der Mad Respect auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall wieder ein Freefall. Down Air. Schade, ich dachte, er geht für die Nie. Das wäre hart gewesen, weil er hätte, glaube ich, gekillt. Hier der Area-Upby von DK. Und jetzt aber? Oh. Er will es unbedingt. Sie wollen. Das war knapp, das war schön. Der letzte Trump. Oh. Da drüben wird auch schon gekichert wieder. Das ist auf jeden Fall ein wildes Match. Also ich weiß... Oh, hier der Parry von Bebel Kampf und Chuchu steht einfach nur hinten und guckt sich an, wie die sich gegenseitig verkloppen. Was ist das? Ey, das war gerade einfach nur Fuego Elo gegen Bebel Kampf und Chuchu war irgendwie so ein Zuschauer. Ja, das war auf jeden Fall mad disrespect. Ja, auf jeden Fall. Aber super witzig zu beobachten. Ja, auf jeden Fall. Uff. Okay, wir gehen hier in die Option. Ich weiß nicht, was hier jetzt passiert. Momo ändert auf jeden Fall seine Steuerung, weil er offenbar sich falsch eingestellt hat. Ja, gut. Ja, vielleicht lag das... das war ein Cha-Cha-Cha, hatte hier Pac-Man gespielt. Deswegen diese eine Situation, wo er dann nicht hochkam. Ah. Nee, ich glaube, er hat jetzt von Smash-Stick auf Tilt-Stick gespielt, gewechselt. Mm. Ich glaube, ich habe auch Momo das ganze Spiel lang keinen Tilt-Attack machen gesehen. Wahrscheinlich lag es daran, dass er nicht richtig eingestellt hatte. Okay, jetzt mal schauen. Also wir sehen auf jeden Fall wieder den K-Rool. Und ein Fox. Fox ist auf jeden Fall der Main von Fuego Elo. Mhm. Wir haben zurzeit drei Leute in Team Blau. Okay, Fox und Bebel Campo spielt Young Link, den anderen Main von
Fuego Elo. Mal schauen. Das sind auf jeden Fall zwei Charakter, die schnell sterben können, gerade wenn sie irgendwie von Carol getroffen werden. Aber ja, Bebe Campo will hier eh nur den Fire Arrow schießen, sieht man. Ja. Aber ja, es ist auch nicht viel anders als Fuego Elo in den Char spielt. Ja, aber ist aber auch einfach stark, ne? Der ja, Nuclear Spam ja. ist halt auch einfach real bei den kleinen Links. Na, wobei, ich finde da von normalen Link mit der Variation, die er mit seiner Bombe machen kann, kann man schon nice Sachen machen. Ja, das ist auf jeden Fall cooler als dieser Fire Arrow von den Möglichkeiten, die man hat. Ja. So, wir sehen hier auf jeden Fall schon beim F-Smash von Bebe Campo in Neutral. Also die wollen auf jeden Fall hier schnell die Kills holen. Alles noch sehr, sehr even. Oh, und Momo bekommt hier die Down. Das war wirklich sehr schön gegen Bebe Campo. Ich glaube, Bebe Campo wusste auch nicht so ganz, wie er recovern soll. Ja, und K-Roll natürlich ein Char, der überlebt halt bei 120 noch ein Fox Up Smash. Ja. Und das ist dann schon krass. Dann noch im Vergleich zu King Kong Roll diese Lightweight Character. Ja, ne? Ja, das kann hier auf jeden Fall ein Faktor werden. Gerade bei Doubles sind die Heavies ja nicht so schlecht, wie sie in Singles sind. Einfach weil es ein Vorteil ist, lange zu leben, früh zu killen. Richtig. Chuchut und Zombie Momo haben sich irgendwie hier gegenseitig gerade geedgeguardet. Ja, genau. Ja. Beide wollten dafür gehen, haben sich im letzten Endes gefühlt gegenseitig behindert dabei. Ja. Ja, das ist halt, wenn man noch nicht geteamt hat, dann weiß man da noch nicht so, wer soll was machen. Ist aber auch schwierig dann, ja. Oh, wir sehen hier. Oh, das war crazy, das war crazy. Das war die Fox Nair into Footstool von Bebe Campo. Wenn das beabsichtigt war, dann war es crazy. Und dann den F-Smash. Muss auch sagen, wirklich. Also, hätte ich auch nicht getaggt, wenn ich Zombie gewesen wäre. Wer macht sowas? Nee, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, fällt unter die Kategorie Custom Combo. Ja, auf jeden Fall, das war crazy. Das ist nicht hier Backrow geht schon fast. Und nochmal, wie geht für den Edgeguard? Ja, ja, also Fuego Elo hat gerade gar keinen Bock mehr mitzuspielen. Der schießt einfach nur seine Neutral Beat. Er verpasst einfach Prozente von da hinten. Oh! Momo spiket hier seinen Teammate. Da kennt er nicht und Freund und nicht Feind. Das ist ihm egal. Hier wird gespiked, was geht. So, wir haben jetzt hier Momo noch mit zwei Stocks. Auch ich würde sagen, 110 ist noch nicht Killprozent bei K-Roo. Sehen wir ja auch, überlegt den Upsmash wieder. Ja. Aber ja, da ist jetzt der Stock weg. Aber ja, der Fox ist hier schon auf 82. Könnte hier geedgeguardet werden. Aber ja, wurde hier schön gesaved von Bebe Campo. So, und jetzt kommen die Fire Arrows rein. Oh, ja. Momo. Wir jetzt defensiv spielen, wir hier nicht irgendwie den Stock früh verlieren. Oh, die Whole Recovery. Oh, oh. Oh, ja. Das ist risky. Holen sich hier langsam wieder das Game zurück. Ja. Kann Bebe Campo da jetzt den Edgeguard leisten? Bebe Campo auch ein Spieler, der einfach sehr gut darin ist, safe zu spielen und nicht zu sterben. Er weiß genau, wo er das Risiko gehen kann meistens. Aber ja, wir haben jetzt hier den Fox weg. Und, oh, oh, die Bell, aber irgendwie hier, wie auch immer, gesaved vom Teammate. Und ja, okay, und jetzt das wird hart. Jetzt haben wir hier ein 1 gegen 1 von Bebe Campo. Natürlich einfach ein richtig guter Spieler. Oh, aber bekommt hier die Combo? Vielleicht jetzt den Ledge Trap? Oh, das war ein Heartbleed. Das war ein bisschen desperate. Oh, was? Kann er den Kunden? Nein. Was war das für eine Recovery? Die war ja ganz crazy. Oh, geht auf Stage mit dem Suicide. Wäre dann nicht mehr zurückgekommen. Der war on point. Der war on point. Und hätte hier Chuchu irgendwie den Erdos gedrückt.